So, willkommen zurück, Spencer's Computer Supplier. Da haben wir ja aufgehört, Folge 3, The Last of Us Remastered. Und wir haben einen Schlüssel gefunden in der letzten Folge. Wir haben hier jede Menge Lebensmittel gefunden, aber wir sind gesundheitsmäßig ja gut unterwegs und haben schon ein paar Gegner erledigt. Gut, drehen wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit dem anderen, wir finden schon. Okay. So, da scheinen mehrere Gegner zu sein, die wir ausschalten müssen oder sollten. Den in der Tür versuche ich mir jetzt mal zu cachen. Ungesehen natürlich. Okay, hey, hey, wir können das doch regeln, oder? Natürlich können wir das regeln. Zeige ich dir jetzt. So. Dann legen wir ihn mal schlafen. Ah, oh, da schläft er wie ein Baby. Obwohl er irgendwo stand. Ja, sehr schön. So, was haben wir oben? Hier war irgendwas am Leuchten. Ach, das ist eine Flasche. Ah ja, stimmt. Die konnte man ja werfen. Ziel mit L2. Genau. Und werfen mit R2. Und blind werfen war einfach nur R2. So. Ich habe ja gesagt, wir machen diesen Lauschmodus nicht. Das macht das ganze Spiel irgendwie authentischer und intensiver. Weil dieser Lauschmodus ist quasi, also meiner Meinung nach, Cheaten. Weil so muss man sich doch ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wo könnte einer sein, wo läuft einer rum. Ich weiß, da unten steht schon einer. Ich werde mal gucken, dass ich mal jemanden hier hinlocke. Schauen wir mal, wo jetzt wer. Der hat sich auf jeden Fall umgedreht und hat gefragt. Ah, okay. Kommt der andere auch, oder? Ne, der hat sich nur umgedreht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil sonst könnte ich den ja oben jetzt holen, aber der da unten, der guckt genau in unsere Richtung, der da im Fenster. Ich wollte es gerade drauf zeigen auf meinem Bildschirm, aber hier steht er nicht hinter mir, ihr seht mich ja. Da steht der, seht ihr ihn nicht? Da steht der. Ihr seht den doch, oder? Oder bin ich jetzt. Kann ich die Flasche einfach irgendwie auch mal ablegen? Geht das irgendwie? So, das ist mein Steckbrief. Ah, okay, da sind noch etliche andere Sachen. Firefly-Anhänger, Trainingsbücher. Wie öffne ich denn mein Inventar? Wir haben ja noch ein Inventar-Menü. Wo wir. Achso, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Stimmt ja, da war ja was. Ich werde ihn natürlich nicht erschießen, ich will ihn natürlich lautlos töten. Wenn ich jetzt wüsste, wo er ist. Hallo? Da ist er. Aber oben läuft auch einer rum. Ich gehe jetzt erstmal nach oben. Schauen wir mal, dass wir da vielleicht denjenigen da erledigen können. Da oben steht er. Ganz schnell hier rein. Steht auf der anderen Seite vielleicht noch jemand? Vorsicht. Ne, nehmen wir ihn mal mit. Oh, da war wieder dieses Geräusch. Wenn dieses Brummeln kommt, dieses Brrrr, dann weiß man, dass man nur noch ein paar Sekunden Zeit hat, bis man gesehen wird von jemand anders. Jetzt frage ich mich gerade, wo der war. Oh, schon wieder. Wo ist der denn? Ich glaube, der ist auf dieser. Ah, da drüben steht er. Da. Und sogar zwei Mann. Das ist natürlich blöd. Da stehen, glaube ich, zwei, ne, oder? Oder habe ich mich. Oder vertue ich mich da? Ja, da stehen zwei Mann. Shit. Shit. Da ist wieder eine Flasche. Da oben liegt noch was. Da leuchtet oben drauf auch noch was. Vielleicht ist das auch nur Lebensenergie. Schauen wir gleich mal. Wir werden mal gucken, dass wir mal die Flasche auswählen. Halte eins gedrückt, um. Joels Hörvermögen? Nein, will ich nicht. Ich will nicht hier den Dings benutzen. Ich werde mal gucken, dass ich
Hier sehen nämlich ja nicht, ne? Genau. Dass ich vielleicht da hinten was hinwerfe. Schauen wir mal, was die machen. Ob die dann hier lang kommen oder. Die bewegen sich aber. Oh, da der eine kommt hier hoch. Oh. Ah, der geht da lang, okay. Das Dämliche ist jetzt, die da drüben, die bleiben einfach so stehen. Ey, das ist doch irgendwie, ne? Boah, ist ja fast gesehen worden. Oh mein Gott. Steht der andere immer noch da oben, oder? Ah, ne, der geht zurück, okay. Müssen die anderen doch auch irgendwie locken können. Ich versuche den einen hier mal zu cachen. Vielleicht klappt das ja, ohne dass er ein... Ne, das wird nichts. Ich weiß es jetzt schon, dass es nichts wird. Immer mit der Ruhe. Oder immer doch. Mit der Ruhe, Mann. Das alles hat ja... Cool. Das hat ja... Oh, 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 oh. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so gut klappt. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch einer dann gleich. Ja, er steht da unten. Gut, den können wir ja von der anderen Seite erledigen. Jetzt schauen wir mal eben, was hier war. Ah, ein Medikit. Medikit ist immer gut. Genau, da haben wir ein Medikit. Backstein haben wir nicht. Unsere Pistole. Ich würde sagen, wir nehmen die Flasche mal vorsichtshalber nochmal mit. Dann haben wir nochmal eine in Reserve. Reserve ist immer gut. Reserve. Da oben liegt auch noch was auf dem Tisch. Was haben wir da? Messer. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schnell und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Die Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Okay. Das heißt also, die Messer sind nicht ewig haltbar. Man sieht, ich habe jetzt da am rechten Bildschirmrand sogar auch irgendwie so ein... Ach, jetzt habe ich hier ein Fertigungsmenü. Ah, okay. Stelle ein Messer her. Da brauchen wir eine Bandage, ein Band und eine Klinge. Jetzt haben wir zwei Messer. Zwei Mecher. Mecher, Mecher. Bidu Scheiße, Bidu Scheiße. So, ja, ich werde mal wieder hier die Flasche wählen. Wegstecken tut er sie ja gleich von alleine. So. Hier war ja sonst nichts gewesen, ne? Der kriegt jetzt erstmal einen auf den Deckel von mir. Ja, den können wir jetzt bewerfen mit der Flasche, aber... Ihr seht es durch dieses Fadenkreuz, was da hingeht, aber das mache ich nicht. Oder so, das war ziemlich brutal von Joel, aber okay. Wir bräuchten hier mehr Leute. Akzeptabel. Wir wären nur im Weg. Ja, das stimmt. So, hier haben wir was zum Bedienen. Los, zu den Docks geht's hier. Halten. Packen wir's. Mein Gott. Ah. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Ja, bringen wir es hinter uns. Das sieht verdammt danach aus, als würden wir ein wenig Stress jetzt bekommen. Kampf oder lautlos? Achte auf deine Vorräte, wenn du in... So schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Wir müssen klug vorgehen. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass wir klug vorgehen müssen. Wie gesagt, natürlich mit dem... Oh. Ein Brett haben wir jetzt. Und da hinten liegt ein Backstein, ich sehe es gerade. Hier oben drauf liegt auch was, da ist ein Messer. Oh, 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 da war einer gewesen.
Und ich kann mich entsinnen, dass ich auf der 3er-Version, glaube ich, den Lauschmodus ausprobiert habe. Und jetzt merke ich, wie schwierig das doch ist ohne. Das ist echt wie... Ich sag ja, wie cheaten eigentlich. Gar nicht mehr dran gedacht, dass er sich ja umdreht. Hallo? Komm her, komm her, komm her. Komm her jetzt hier, mein Gott, verdammt nochmal. Messer benutzen, erwürgen. Wir können gar nicht reden. Geht jetzt schlafen und fertig. So. Der hat aber nichts fallen lassen, ne? Nein. So. Numero Uno haben wir schon mal. Numero Uno. Müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt hier weiter vorangehen. Ich werde mal diesen Weg einschlagen. So. Schauen wir mal. Drüben scheint keiner zu sein. Ja. Da ist jemand. Der läuft da lang. Da ist auch jemand, der jetzt gerade irgendwie da hingegangen ist. Boah. Hier steht einer mit dem Knüppel. So wie bei Outlast. Der Mann mit dem Knüppel. Mal eben die Flasche benutzen. Abzulenken. Ja, ich hab's gehört. Seid vorsichtig. Okay, der guckt auch in die Richtung. Der geht da lang. Was? Wo sieht mich denn? Wo sieht mich denn hier einer? Hallo? Ich bin gerade verzweifelt, denjenigen am Suchen, der uns da sieht, immer. Lording Doc. Lording. Wo ist denn hier einer? Da hinten läuft einer. Gehen wir ganz schnell hier rüber. Ah, da steht auch einer. Ah, ich muss mich mal jucken. Eigentlich will ich das nicht, aber was ich will, ist egal. So. Erledigen wir den mal, den Kerl hier. Das ist ganz gefährlich, was wir hier tun. Naja, gut, okay. Warum steht der jetzt so in Angriffsposition, der Kerl? Ich muss mich schon wieder jucken. Aua, so. Okay, wir haben keinen Backstein, wäre jetzt nochmal schön. Irgendwie sowas. Mal gucken, ob wir hier nochmal irgendwas liegen haben. Ich glaube, da oben lag eine Flasche, ne? Ja. So, schauen wir mal. Der Typ steht in die Richtung. Flasche nehmen wir mit. Okay, wenn er da hinten jetzt sich so wegdreht, dann können wir mal versuchen, dass wir vielleicht ihn hier kriegen. Boah, der guckt aber genau in die Richtung hier. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Aber er ist genau hinter der Kiste. Das ist sehr schön. Boah. So. Was ist jetzt? Ich kann jetzt nicht. Ruhe. So, ich kann jetzt nicht. Haha. Kann jetzt nicht. Mein Gott. Warum müssen mich immer alle anrufen, wenn ich gerade ein Let's Play mache? Mann. Ich verstehe sowas nicht. Ich kann jetzt gerade nicht und bin jetzt gerade auch nicht irgendwie auf Anruf bereit, sondern ich bin jetzt gerade ja, alles klar. Ja. Ja, so. So, wie gesagt, also immer rufen mich die Leute an, wenn ich ein Let's Play mache. So, das heißt, ach, ich muss mich schon wieder jucken, was ist denn los? So. Büb, 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 büb. Da hinten steht noch einer. Also, jetzt wieder zurück zum Spiel. Ewig diese unerwarteten Anrufe. Mann. Und irgendwie trete ich gerade auf mein eigenes Headset-Kabel.
Gar nicht so schön ist. Ist er der Einzige oder steht dahinter auch noch einer? Naja, jetzt haben wir ihn ja. Ich drehe tatsächlich noch meine Headset-Gabel, das sieht man gar nicht. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Robert ist bestimmt da drin. Dann wollen wir mal zu. Bam! Bam! Das ist fies. Das ist fies. Das war sehr fies. So, da haben wir wieder Medipack. Unser Holz ist verbraucht. Also unser Balken. Das seht ihr am unteren Bildschirmrand. Ich wollte jetzt schon wieder gerade drauf zeichnen. Am unteren rechten Bildschirmrand seht ihr, das ist unser Balken. Unser Holz nur noch einen Balken hat. Und der hat 4. Das heißt, dann nehmen wir mal hier, um den zu tauschen. So, und jetzt haben wir wieder einen Kantholz. Aber wieder das Kantholz zum Prügeln. So, dann gehen wir mal nach Roberts, zu Roberts Büro und schauen dort mal, was wir dort vorfinden werden. Haben wir irgendwas zum Sammeln oder so? Oder? Ah, hat der Robert sich ja ganz schön die Zeit vertrieben hier in seinem Büro. Zurück! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Haut ab! Los! Robert! Leg los! Hier lang! Oh, cool! Wow, eine Verfolgungsszene. Wir haben ihn gleich! Muss er lange laufen? Na, ja. Tja. Hallo, Robert. No exit, würde ich sagen. Chris. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und. Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, ne? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Oh. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Ah. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Bitch slapping. Willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln.
Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. So. Dann wollen wir mal ganz schnell weg hier. Ihr wollt den Deal? Dann los. Queen Firefly. Hat der Joel gesagt. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Tja, und wir sind immer noch mitten im Abenteuer von The Last of Us. Und ich muss sagen, es wird immer spannender. Wow. Ach du Scheiße. Ups. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Da liegt was. Was haben wir denn da Schönes? Okay. Sammle Teile, um deine Waffe zu verbessern. Das nehmen wir doch alles mal mit, was da lag. Hilf mir doch mal. Ja, kleinen Moment. Ich möchte mich gerne umschauen ein wenig. Okay, da ist nichts. Ja, ich bin schon da. Bin schon da. Ach, reicht doch schon. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Uiuiuiuiui, ich möchte mal kurz hier schauen. Ist hier was am Liegen? Nee, liegt nichts. Moment, Soldaten. Gesellschaft. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Es ist nicht deine Art. Was heißt denn, hier ist nicht Joels Art? Ist ja also der Draufgänger, der Draufprügler. Wir müssen zu dieser Tür. Ja, schön. Dazu müssen wir aber erstmal. Dazu müssen wir erstmal hier schleichen. Möchte auch schneller schleichen können, so wie die. Mann, geh an die Seite. Ich nehme den hier. Vielleicht die anderen den anderen. Okay. Bin schon dabei. So. Lass mich, okay. Warum geht es bei ihr schneller? Naja. Ganz leise. Okay, wir müssen ganz leise sein. Haben wir denn noch einen Backstein? Ja, haben wir noch. Sehr schön. Einen Backstein haben wir noch. Da vorne war, glaube ich, in dem Raum, wenn ich das richtig gesehen habe, war da was zum Sammeln. Oder habe ich mich da geirrt? Oder hatte ich mich da irgendwie... Ach nee, das war auch nochmal so ein Backstein gewesen. Okay. So. Sollen vielleicht nicht hier so rumlaufen, sondern... schleichen. Okay. Ganz vorsichtig. Psst. Wir müssen ja hier survival, überleben. Leute. Wir müssen hier überleben. Da ist jemand. Da ist jemand. So. Wie schaut's hier? Okay, hier ist eine Sackgasse. Dann werde ich mir erstmal den schnappen.
Da für Brücke ist auch jemand. Da hinten. So. Erstmal schnappe ich mir ihn hier. Und da hinten läuft jemand. Das ist nicht gut. Ach, das ist der, der unten immer lang läuft. Die Treppe runter geht und alles. So, erstmal. Okay. Nehmen wir uns ihn hier. So. Da sind sogar zwei auf der Brücke. Der geht wieder die Treppe runter. Ja, er hat ihn erschossen, super. Mal gucken, was für ein Weg der jetzt einschlägt. Ob der irgendwo da stehen bleibt oder... Oh, das ist nicht gut, das... Oh, 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 oh. Den will ich einfach nur hier um die Ecke ziehen. So. Ja, genau. Aber bevor der eine da wieder die Treppe hochkommt, sonst stehen wir nämlich nachher da. Weil ich weiß nicht, wann der auftaucht. Der wird nämlich, glaube ich, jeden Moment wieder da die Treppe hoch. Wow, 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 wow. Wenn du ihn verletzt, erledige ich dich. Egal. Machen wir das einfach mal so. Das war ein bisschen... Das war nicht so geplant. Jetzt sind wir gleich da. Naja, egal. Da ist eine Flasche, die nehmen wir mit. Und ich möchte gerne doch nochmal auf die Brücke mich umsehen. Ob da was liegt. Okay, hier liegt nichts. Sie haben sie einfach mal erledigt, die Leute. Okay. So. So, da ist die Tür. Los, geh da. Wohin gehen wir, Marleen? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Ja. Wie es aber hier weitergeht, seht ihr in einer weiteren Folge The Last of Us Remastered mit mir, dem Flexi. Und, ja, dann sehen wir uns an dieser Stelle weiter. Also, macht's gut. Ciao.